Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Mans Markt im Zeichen der Nostalgia Challenge mit eurem Failer King Dengoku. So, wir wollen weitermachen. Wir sind auf dem Weg nach Malvin Fru City oder wie die Kapstadt heißt. Kapstadt. Was geht jetzt ab? Hier ist Nora. Och man, nervt mich doch nicht. Irgendwann die Nummer 1. Ja, du wirst die Nummer 1. Nein! Hi Dengoku, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wäre es mit einem kleinen... Oh nein! Ich hasse dich! Du Kackpatze! Wingull, schon wieder Wingull. Wen habe ich vorne bestimmt das Falsche, ne? Jack. Okay. Jack ist da schlecht. Wir setzen Geduld ein. Okay. Oh, jetzt setzt doch nicht Heuler ein, Mann. Speichert Energie. Aquaknarre. Tut das weh? Erzeugt Energie. Bam. Ach, so viel gebracht hat das nicht. Ey, wir müssen das viel schnell platt machen. Oh, sonst sind wir gleich down. Tackle. Oh, dieses Wingull ist ein verfluchtes Pac-Man. Mann, jetzt geh drauf. Down. Geh down. Alter. Ah, ich sag ja, dieses Vieh ist verflucht. Weißt du, jedes andere Pac-Man wäre jetzt draufgegangen. Nein. Das behält natürlich noch einen kleinen Strich. Warum setzt sie nicht am besten Trank ein? Jetzt ein Crit? Nein, kein Crit. Ah, Tackle. Jetzt schlage ich mich bestimmt selber. Oder? Oder? Ja, genau. So, mach ein Crit. Dass ich nur noch 7 KP habe oder so und dann... Ey, ich bin nicht mehr verwirrt. Tackle und down. Wingull ist weg. Verpiss dich. Scheißvieh. Mann! So, Reptain. Ist ein Gift. Gift. Dagegen setzen wir Jen ein. Weil wegen Konfusion. Sehr effektiv. Oh, Jen, geh bitte nicht drauf. Tu mir den Gefallen und geh... Nein! Reptain, ich bin jetzt bei Vipitis gewesen. Ah! Okay, wir haben Windstoß oder Konfusion. Wir setzen Windstoß ein. Das ist Flug. Gegen. Wir sind ja Käferflug. Deswegen müsste das eigentlich sehr effektiv sein. Oh mein Gott. Warum ist das Vieh Level 20? Warum liegt das Stroh? Ah, witzig. Ah, fuck off, ey. Nein, nein! Du stirbst jetzt, Reptain. Geh down. Ah, ich habe keinen Rückzug oder so. Verfolgung, das überlebe ich noch. Oh Gott, aber ganz knapp. Reptain ist down. Boah, Level 20? Bin ich so underleveled? Schneckmark, Feuer, ne? Das ist ein Feuerboden. Feuerboden, dagegen setzen wir wieder Jack ein. Keine halben Sachen, keine Fehler, keine Fails. Wir gehen da wirklich auf Nummer sicher. So. Warum hat die einen Schneckmark? Ich will auch ein Feuer-Pokémon. Was soll denn das? Problematisch wird nur, welches Pokémon tausche ich dann aus? Es würde wahrscheinlich auf Jen hinauslaufen, obwohl Psycho ja auch ziemlich gut ist. Und ich muss sagen, der Emulator läuft dieses Mal wirklich gut. Im letzten Part war das ja wieder so ein ewiges Geruckel. Und sie ist down! Down! Wir haben gewonnen! Ja! Checker Level 19. Toll. Ach du Schande! Du bist besser, als ich gedacht habe. Tja, ich bin auch der Allerbeste. Na? Dengoku, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, das ist von mir für dich. Ein Detektor. Aha. Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Dengoku. Es hört sich... Was? Es hört sich aus meinem Munde zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Ja, ich werde auch viel mehr trainieren, wenn du jetzt schon Level 18 Pokémon hast. So, wir brauchen ein paar Tränke. Wir haben doch schon ein bisschen gelitten.
Aber war vorherzusehen bei der blöden Kuh. Wenigstens hat sie diesmal keins meiner Pokémon down gemacht. Hätte sie ja sein können. So. Level 20, Reptane, ey, die spinnt doch. So, erstmal wieder die Reihenfolge ein bisschen vernünftig machen. Tausch mit Jim. Hey, Lassie ist jetzt dran. Sehr schön. Ah, Mann, ey, jetzt nerv mich nicht. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum macht er das denn so aufwendig? Ich will die Reihenfolge so behalten mit dem Pokémon. Und, ja. Die Leute, die das auszumachen, werden mich in etwa verstehen, wieso ich das so mache. Und es kommt ein wildes Pokémon, aber wir sind nicht auf einer neuen Route. Und dich haben wir schon, Fritzeblitz. So, wir gehen auf Flucht. Und ich glaube, wir setzen mal hier Schutz ein. Ich habe keine Lust, jetzt wieder auf Pokémon zu begegnen, die ich schon 15.000 Mal gesehen habe. Schutz wird eingesetzt und Schutz. Sieht aus nach einem Doppelkampf, ne? Aber wir greifen die einzeln an. Zeigst du mir deine Pokémon? Ja, zeige ich dir. Alter, was ist das denn für einer? Voll der Verrückte. Lombrero? Das ist die Entwicklung. Oh Gott, Daniel, komm schon. Entwicklung von Lututze, ne? Dönerwelle. Sil paralysiert, greift nicht an. Heuler. Ja, sehr schön. Unser Angriff sinkt, aber das macht uns rein gar nichts. Ruckzuckhieb. Und Leute, ich denke mal, ich schneide euch mal eben kurz raus. Also, bis gleich. So, Leute, ich habe mich jetzt ziemlich mit Jaula aufgepumpt und ich habe auch noch Angriffsplus eingesetzt. Und das blöde Vieh hat Naturkraft eingesetzt und mich damit paralysiert. Ganz toll. Weil wir sind so. Und vor allem setzt das blöde Vieh auch noch Heuler ein. Na, ihr wisst ja, Heuler senkt den Angriff und das war immer ein Hin und Her mit, ja. Und halt und so. Blanas. Saumpflanzen-Pokémon, ne? Ah, wir sind so gepimpt. Aber ich werde erstmal einen Trank verwenden, bevor das Vieh irgendwas benutzt, was mir ich tot macht oder so. Härtner. Toll. Sehr gut. Ach, nerv mich nicht. Ruckzuckieb. Bam. Ich sage, ich bin total geupleveled mit Jaula und Angriffsplus. Da hilft auch kein Härtner, würde ich sagen. Und wir erreichen Level 18, Saubea. Toll. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir langsam mal Dönerschock. Oh nein. Was machen wir jetzt? Wir sind paralysiert. Wir dürfen nicht heilen, aber trotzdem gehen wir hier in den Kampf rein. So. Duraka. Zeig mal, was du drauf hast. Zwei Pokémon, Fritzeblitz. Kein Problem, kein Problem. Wir bleiben mit Fritzeblitz, Lassie drin. Und mit Ruckzuckhieb sind wir so ganz schön gut dran eigentlich. Erstschlag-Chance. Leute, ich schneide euch aber nicht raus. Doch, ich schneide euch raus, weil wir wollen ein bisschen Zeit sparen. Piss gleich. So, Leute. Setzt ein Voltoball ein. Level 14 dürfte es noch kein Explosion beherrschen oder Ladevorgang. Aha. Lädt sich auf. Was passiert dann? Greift er mich dann mit einem Volltreffer an oder sowas oder wie oder was? Was ist Ladevorgang? Und du bist down. Siehst du, das war's auch schon mit dem Trainer. Hab mir mehr Sorgen gemacht, als ich eigentlich hätte machen müssen. Ja, sehr gut. Knut, wir gehen weiter. Aber wir heilen uns erstmal. Wie gesagt, keine Risiken eingehen. Und ich würde gerne in diesem Part noch ein neues Pokémon fangen. Aber dazu brauche ich erstmal eine neue Route. Eine Fahrradfahrerin? Das könnte ein Doppelkampf sein. Machen wir einen Doppelkampf draus, oder? Ja, machen wir einfach mal. Komm schon. Leute, wenn die jetzt Plus und Minus haben, dann tschüss. Dann schneide ich euch raus. Wenn die jetzt irgendwas haben, was mir richtig schön schaden kann, dann drehe ich am Rad. Ein Psycho. Abra Magnetilo, okay.
Ah, keine gute... Oh, sehr bitter. Ja, ich würde sagen... Ruckzuckhieb auf Abra und... Konfusion auf Magnetilo. Ja, und Lassie ist paralysiert. Kraftreserve? Hat nichts gebracht. Ah, witzig. Ich glaube, der größere Gegner ist eigentlich hier, Magnetilo. Ja, alles jetzt erstmal auf einen Pokémon, erstmal einen Stone kriegen. Aber Konfusion war da ganz schön schlecht gehandhabt eigentlich. Ja, das wird es überleben, auf jeden Fall. Ah, das war so klar. Dünner Schock. Oh Gott, bist du dämlich. Dünner Schock auf... Ja. Fällt mir nicht so ein. So, und du, Ruckzuckhieb down mit Abra. Und Konfusion auf Magnetilo. Bringt nicht viel. Aber du könntest mal verwirrt sein. Du sollst verwirrt sein, nicht ich. Jetzt wird's interessant. Dönerwelle, Konfusion. Jen ist verwirrt und haut sich selbst wetten. Nein! Hey, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Metal Sound. Spezialverteidigung von... Oh, wenn der das hier jetzt... Ja, sehr noch verwirrt, du blöder... Mann! Ja! Das geht gerade voll nach hinten los. So, jetzt aber. Und jetzt voller Angriff auf dieses blöde Magnetilo. Ruckzuckhieb. Konfusion. Ist paralysiert, war ja klar. Ist nicht mehr verwirrt. Und Konfusion. Bam. Down? Nein, natürlich nicht. Ja, es ist verwirrt. Und? Haut Segon das... Oh, geil. Geil. Hat nicht viel gebracht, bis jetzt down durch meine Konfusion. Hat es überlebt? Nein, es ist down! Down! Ende im Gelände. Tschüss. Ein gnadenloser Kampf. Sehr gut. Knut. So, wir wollen hier den Packball. Ixia! Sehr gut. Wir gehen weiter. Da haben wir noch einen Angler. Da sind Beeren. Nanabären, was waren nochmal Nanabären? Auf jeden Fall keine Heil-Items, also keine Regeneration so und KP-Auffüllung halt. Ich kenne einen Ort, da könnte ich am Feuer Pokémon fangen, aber ich bin mir nicht sicher, wo genau das sein wird. Ah, komm. Zwei Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Billiger? Ach, egal, leck mich. Lass mich ruhen. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Nein. Schutz wird nicht mehr. Ach, okay. Was sagst du? Hi, hast du in letzter Zeit ferngesehen? Da gibt es jetzt jede Menge neue, coole... Blablabla. Hier haben wir eine Arena in der Stadt. Und zwar glaube ich, dass das die Elektro-Arena ist. Weiß ich nicht. X-Tempo wird verkauft. Sehr gut. Hast du irgendwas für mich? Nö. Wir wollen jetzt einen Pokémon fangen, wenn ich hier irgendwo eins fangen kann. Und dann werden wir die Stadt nochmal eben schnell erkundigen. Dann haben wir das schon mal erledigt für diesen Part. Radler. Bla. Oh, da ist wer. Ja. Ja, Walzer beibringen, auf jeden Fall. Eine Bodenattacke. Und das ist natürlich... Da ist natürlich Jack prädestiniert für. Welche soll vergessen werden? Hier, Geduld kann weg. Oh, sehr schön. Walzer, episch. Oh, aber nein. Ich glaube, ich hätte das behalten müssen. Ich glaube, hier kann man jetzt erst einen Wettbewerb machen. Spielhalle. Aha. Ich habe keine Lust zu zocken. Nee, mit dir rede ich jetzt nicht, weil du wirst mich bestimmt wieder mit irgendeinem Quatsch nerven.
Route 117. Kann man hier ein Pac-Man fahren? Hier ist diese... Och Gottchen, ich will nicht kämpfen. Ich will erstmal ein Pac-Man fahren, Leute. Was haben wir hier? Nierabeere, die Bärenkardinal. Die zählen jetzt nicht als extra Heil-Items. Also, na, ihr wisst, wie ich das... Ich kann ein Pac-Man fangen. Ja. Aber ich sollte erstmal heilen gehen, würde ich sagen, ne? Ich bin auch ein bisschen dämlich. Ich hätte den ganzen Weg da vorhin rennen können. Pac-Man Center. Ah. Ah, Mann, jetzt geht... Sehr gut. Gott, was ist denn für ein Verrückter da? Ja, wir werden dann im nächsten Part oder in diesem Part? Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir dann die Stadt erstmal erkunden und mit jedem sprechen. Weil ihr wisst ja, ich kenne diese Edition so gut wie gar nicht. Und das kann mir nur helfen, wenn ich dann mit allen Leuten schnaggi. Nein, nein, nein. Ich wollte gerade sagen, nicht mit dem Typen. Ha, ha. Pac-Man, 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 Pac-Man! Wo bleibst du? Komm, komm. Und es wird ein... Illumise? Was bist du denn für ein komisches Mistvieh? Naja, mir soll's egal sein, erstmal ein paar Pac-Man auf Reserve haben. Oh, kannst du Zerschneider? Leute, ich werde gleich mal gucken, ob das Vieh Zerschneider lernen kann, weil dann haben wir wenigstens eins mit Zerschneider. Ich habe zwar keine Lust hier auf irgendwelche Käfer-Pokémon noch extra, aber das geht ja nun nicht anders. Komm und schnapp sie! Komm und schnapp sie! Komm und schnapp sie dir! Pac-Man! Rockzuckieb. Oh mein Gott. Charm. Also das Pac-Man ist ja mal richtig kacke. Was? Das wird dir nicht allzu viel bringen. Denn... Ich wollte gerade auf Flucht gehen, genau. Pokéball! Und? Schauen wir mal. Eins, zwei, drei. Hey! Gefangen! Illumise in Pokédex-Eintrag. Und wir geben dir einen Spitznamen. Wir nennen dich... Wie nennen wir dich? Ein Mädchen, ein Mädchen. Chrissy. Chrissy! Das ist ein guter Name. So. Oh mein Gott, Tastatur. Chrissy. Sehr gut. Okay. Oh nein, in die Deadbox, da soll's aber nicht rein. Warum? Ah! Ich habe die falsche Taste gedrückt, verdammt! Ein Jogger. Mit einem Dodu. Leute, kurze Pause. So, Leute, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich hatte ein dringendes Bedürfnis, auf Toilette zu gehen. Ja, man muss tun, was man tun muss. Ne? Richtig. So, Jesse müsste jetzt eigentlich gleich ein Level up haben nach dem Fight. Boah. Oder du lernst wenig. Lern bitte. Bitte endlich Dönerschock. Mann. Du bist ein Elektro-Pokémon. Oder bist du physisch ausgelegt? Bitte. Also spätestens nach der Arena kriegen wir, glaube ich, eine Elektro-Attacke. Ich glaube, dann kriegt man einen Funkensprung geschenkt oder so. Ich weiß das nicht. Level up und. Keine Attacke. Oh. Alter. So, wir gucken jetzt erstmal, wie die Viecher alle ausge... Oh nein. Ah, ja, genau. Ins Pokénav eingetragen. So, Pokémon, ich will das eben kurz wissen. Kauzig. Spezialangriff 31 und... speziell ausgelegt. Du bist... Oh, beides gleich. Angriff und Spezialangriff ist gleich, okay? Angriff. Du bist auch natürlich auf Angriff. Boah, du bist ja richtig auf Angriff. Und du auch. Gut. Leute, wir haben schon wieder 19 Minuten erreicht. Oh, Mann.
habe heute meinen letzten Kampf gewonnen. Für mich läuft alles... Ja, was habe ich jetzt vor? Ich werde nochmal eben schnell in Dings gehen. Also ich werde eben schnell hier Dingsbumsens aus der Deadbox rausholen und eben gucken, ob das Zerschneider lernen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Leute, welches Pokémon heißt Chrissy, ist Level 13 und kann kein Zerschneider erlernen? Ah, ich hab so ein Pech, Mann. Was soll denn das? Oh, naja, okay, bis gleich. So, Leute, wir haben alle gesehen, es gibt wieder mal kein Pokémon mit Zerschneider. Wie gesagt, ich bin echt verflucht, wenn es darum geht in diesem Projekt. Und wir sind schon am Ende des Parts angelangt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und schaltet wieder ein, das heißt Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge mit eurem Fail King, der Goku. Haus rein, schau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.